So, dann kommen wir hier schon gleich zu Andys Mission. Die Mission kennen wir auch, die ist auch ein gutes Stück nach vorn gezogen worden. Der Unterschied zur normalen Kampagne ist, wir haben diesmal einen Flughafen. Und dieser Flughafen macht das Ganze auch relativ einfach, sage ich mal so. Weil die Taktik bleibt im Prinzip dieselbe. Taktik ist einfach nur den Transportkopter dahinter schleusen, dort einen Raketenwerfer oder eine Artillerie bauen und das Geschütz kaputt schießen. Bis dahin kommt er, bis hierhin kann ich gehen. Wie weit kann ich hier jetzt gehen? Ja, einen Schuss von der Kanone kriege ich wahrscheinlich so oder so ab, also. Sollte vielleicht noch den hier dahin bewegen. Das wäre vielleicht noch eine Idee. Ich bin gerade ein bisschen still, ich bin sehr viel am Nachdenken gerade wieder, was meine zukünftigen Züge so sein werden. Es war so klar, dass der da hinkommt. Müssen wir das jetzt so machen? Du klatschst den hier weg. Du stellst dich dahin. Du gehst da rein. Jagdpanzer. Infanterie. Fertig besetzen.
Jagdpanzer weg. Hab nur einen Speer dafür opfern müssen. Das ist doch immerhin ein bisschen was. Dann fangen wir da hinten doch langsam mal an, die Kanone auseinanderzunehmen. Damit wären alle seine Infanterieeinheiten auf irgendeine Art und Weise verkrüppelt. Dann hole ich mir jetzt noch ein K-Heli. So, erste Kanone kaputt. Die Infanterieeinheiten machen nichts mehr. So, dann haben wir hier noch ein bisschen Meat Shield. So. Eigentlich habe ich ja eh schon gewonnen. Ich mache jetzt nur noch ein bisschen Spam. Ich habe zwar, glaube ich, eh nur eine einzige Einheit verloren, aber weiß nicht, ob ich da hinten noch gleich noch einen Kopter verliere. Ich weiß nämlich jetzt nicht, wie viel Schaden der macht. Ah, gut, passt. So. In einer Runde genug Einheiten gekillt haben wir auf jeden Fall. Prozent, das reicht nicht mehr ganz. Und ah ja, stimmt. Genau deswegen wollte ich die ja besetzen. Da war ja hier die Laborkarte für die Titanpanzer. Ich wusste, da war irgendwas. So, und dann haben wir das hier auch mal wieder geschafft. Das sollte 300 Punkte sein. Dann haben wir jetzt wieder vier Missionen zur Auswahl. Das ist, glaube ich, die Laborkarte, ne? Genau. Die würde ich gern zuerst machen, einfach damit ich meine Titanpanzer kriege. So. Ziel: innerhalb von 7 Tagen entweder die gegnerische Armee vernichten oder das Labor besetzen. Und das mit Andy. Wir haben hier ein Schlachtschiff und einen Raketenwerfer. Die gefallen mir so gar nicht, wie die da stehen.
Daher wäre meine erste Amtshandlung weg mit dem Raketenwerfer. Mal schauen, was wir zuerst hinkriegen. So, nächste Amtshandlung. Das Schlachtschiff muss zumindest erstmal beschädigt werden. Ich kann hier doch keine Schlachtschiffe rumstehen lassen. So, dann oberste Priorität haben ansonsten Kampfpanzer. Und ähnliches Gesocks. Hier kämpfen wir uns dann schon langsam mal vor und vor allem will ich ein Schild haben, der meinen Kampfpanzer vor seinem Kampfpanzer schützt. Den Speer fahren wir hier hin. Der Rest kann erstmal da stehen bleiben, wo er ist. Eine Spezialgabe, das kann jetzt sowohl richtig böse als auch verdammt gut ausgehen. Oder eine Mischung aus beidem. Bis jetzt ist die Bilanz verdammt gut. Oh, das gefällt mir sogar fast noch besser, dass ich jetzt das Ding fast habe. Wenn ich das Schlachtschiff abgeschossen habe, sollte ich es haben. Ja, okay. Ich habe nämlich jetzt einen Haufen beschädigter Einheiten und da kommt ein Megatuning doch mehr als passend. So. 2 HP Raketenwerfer ist wieder auf 7. Die 4 HP Artillerie wieder auf 9. Ja, ich liebe das Megatuning. So. Außerdem machen wir jetzt erstmal schön 20% mehr Schaden. Das ist immer wieder lustig, solche kleinen Boosts zu haben. Außerdem können unsere Einheiten ja ein Feld weiterfahren, beziehungsweise rennen, schwimmen, whatever, fliegen, geht ja auch. Na komm, irgendwann müssen wir da durch. Dann, wenn dann schon gleich das kaputt hauen, was man kaputt hauen kann. So, dann. Den können wir noch abschießen. Thank you.
nutzt man mal die plus 1 Movement so richtig aus. Dir ist wichtiger. Vor allem, weil ich da unten ja noch einen Jagdpanzer habe, der da auch rankommt. So. Und damit hätten wir wohl mehr oder weniger für den Powerscore gesorgt. So, jetzt ist die Frage, spielen wir jetzt auf Ausrotten oder auf... Ich glaube, ich kann ihn genauso gut alle seine Einheiten kaputt schießen jetzt. Kann ich eigentlich irgendwo noch nachsehen, wie viele... ups, das war die falsche. Er hat noch 9 Einheiten übrig von seinen 21. Na, dann zählen wir mal mit, wie viele es noch sind dann im Laufe der Zeit. So, jetzt sind es noch 8. Hier ist der Rocket Launcher. Sollte ich auf jeden Fall hier wegbewegen und du solltest hierher. Dich bewegen wir mal hierher. Ja, da oben noch eine Fernwaffe irgendwo stehen. Ist ja rührend. Wenigstens hat das für den One-Hit hier gereicht. So, 7 Einheiten zähle ich jetzt noch. 6. Ah ja, das ist ja sehr, sehr fies da oben. 2 Artillerie hier nebeneinander stellen. Na gut, dann muss der halt wieder als Köder herhalten. Thank you.
Hey, das hat funktioniert. Ich bin erstaunt. So, wie viele Einheiten hat er jetzt noch? Jetzt habe ich nämlich aufgehört zu zählen. 5. Davon sehe ich gerade 4. Wo ist die letzte? Sehr gut brauchen. Wo ist seine letzte Einheit? Das interessiert mich gerade am meisten. Wirklich. Wo hast du deine letzte Einheit versteckt? Und wirst du sie irgendwann rausholen? Nee, hier ist sie nicht. Wie viele Tage habe ich eigentlich noch Zeit? Ein Tag, okay. Dann sollte ich mich wohl mal beeilen. Der Einheit irgendwo zu finden. Ich habe im Moment echt keine Ahnung. Okay, hab's eh schon verkackt. Naja.